auf Weihnachten zuzugehen. Doch fast alle von uns sind irgendwie mit der Vorbereitung des Festes beschäftigt. Die langen Nächte sind erhellt von Lichterketten im ganzen Land, fast auf der ganzen Welt. An allen Ecken und Enden lauert Weihnachten. Jede Kassiererin im Supermarkt, alle wünschen sich ein frohes Fest. Und dann ist er da, der heilige Abend. Und? Ja, es liegt schon etwas Besonderes in der Luft. In den Dörfern mit ihren kleinen Kirchen und in den Städten, in den großen Kirchen, da geht es oft ziemlich laut zu an Heiligabend. Man spürt die Unruhe, in der sich noch alle befinden. Aber manchmal wird es dann ruhig, still und andächtig. Dann begeben wir uns in den Kirchen hinein in eine Botschaft. Wir gehen bildlich gesprochen zusammen mit vielen Menschen aller Kontinente eine Straße, die zum Stern führt, zum Licht von Bethlehem. Weihnachten wird uns ein großes Licht beschenken. Unser Herz kann Ruhe finden bei den Hirten auf dem Feld. Unsere Augen können sich ausruhen bei dem Kind in der Krippe. Unsere Ohren können sich erfreuen an der Musik, die die Alten schon gesungen. Wann und wie beginnt die Freudenbotschaft uns zu wärmen und zu erleuchten? Manchen unter uns ist das fremd, das Religiöse. Es ist etwas, das viel Zeit braucht. Und es ist wirklich nicht unbedingt leicht zu erfassen, was da geschehen ist. Denn die Geburt des Kindes liegt 2000 Jahre zurück. Und auch die Frommen, deren Lieder wir heute singen, haben vor langer, langer Zeit gelebt. Und wie war das damals eigentlich alles wirklich? Unser Kopf, der immer zweifelt, der alles erforschen will und erklärt haben möchte, stellt Fragen, die vielleicht nur vom Herzen her beantwortet werden können, im Verständnis der Offenbarungen, die uns geschenkt werden. Skepsis, kritisches Fragen, hat eine lange Geschichte. Heute Abend hören wir als Predigtext einen ganz kurzen Abschnitt aus dem Johannesevangelium aus dem 7. Kapitel. Der Evangelist Johannes hat in seinem Bericht über Jesus auf eine Geburtsgeschichte verzichtet. Er hat für den Eintritt Jesu in unsere Welt andere Bilder gefunden. Das Licht in der Finsternis nennt er Jesus und greift damit ein Bild auf, das noch älter ist. Von den Propheten der alten Zeit Israels kommt und noch weiter zurückgeht. Für Johannes ist Zweifel ein großes Thema. Unverständnis, der zweifelnde Blick, die vorschnelle Ablehnung von Jesus, die Unaufmerksamkeit für Christus auch in seinen Tagen ist, womit er sich auseinandergesetzt hat. Wir müssen uns heute Abend gedanklich mit dem Predigtext für heute erst einmal wegbewegen von der Geburtsgeschichte hin zum erwachsenen Mann Jesus aus Nazareth. In Jerusalem wird Laubhüttenfest gefeiert. Jesus besucht den Tempel. Er ist im Gespräch mit einigen dort anwesenden Gläubigen. Johannes hat diese Gesprächssituation konstruiert, um das Thema Zweifel zu bearbeiten. Also wir stellen uns vor, Jesus steht da zusammen mit einigen Männern. Und sie sagen zu ihm, du bist doch der Jesus aus Nazareth. Wir kennen dich. Wir kennen doch deinen Vater und deine Mutter und deine Brüder. Du bist doch nichts Besonderes. Du bist Jesus aus Nazareth. Nicht der Sohn Gottes. Du bist nichts anderes als wir selbst. Die Antwort Jesu darauf, so wie Johannes sie formuliert hat, hören wir jetzt im Predigtext. Jesus, der im Tempel lehrte, rief, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin.
Nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, denn ich bin von ihm und er hat mich gesandt. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass das der historische Jesus vermutlich nicht gesagt hat. Jesus von Nazareth hat kaum sich selbst zum Thema gemacht. Er hat etwas enttarnt, er hat etwas bewirkt, er hat Menschen zugehört, mit ihnen gesprochen. Er hat Menschen geheilt, gesund gemacht, ihre Seele, ihren Körper. Er hat ihnen Vertrauen geschenkt. Von ihm ist eine große Wirkung ausgegangen, entstanden aus seinem starken Glauben an den Wahrhaftigen. Johannes, der in der zweiten Generation nach Jesus gelebt hat, hat versucht, in seinem Evangelium diese Wirkung zu beschreiben. An einer anderen Stelle sagt er, Jesus ist das Licht. So versucht er Jesus und durch ihn die Wirkung Gottes zu beschreiben. Wir wissen, wie Licht wirkt. Aufmunternd, erwärmend, belebend, heilsam. Aber das Licht kann nur wirken, wenn wir uns hinwenden. Eine Erfahrung, die fast jeder von uns kennt. Sogar die Wintersonne, so wie heute, kann uns wärmen, wenn wir uns in ihre Richtung drehen. Ist sie in unserem Rücken, drehen wir uns weg, wird es kühl. Lichtes wirkt, schönes wirkt, liebevolles wirkt, wenn wir uns ihm zuwenden und öffnen. Es kann nur anfangen, wenn wir uns nicht abwenden, sondern das Licht in uns aufnehmen. Jesus hat damals ganz auf der Seite der Menschen gestanden, erleuchtet von dem ganz großen und wirklichen, heilsamen Licht Gottes. Ein Wahrhaftiger hat mich gesandt, so heißt es im Text. Wer ist der Wahrhaftige? In der Bibel steht, dass man das Gesicht Gottes nicht sehen kann. Es ist zu hell. Es ist viel schöner und vielleicht auch rätselhafter. Das wirklich große Licht. Die Wintersonne, die jetzt an den Nachmittagen am Himmel steht, und lange Schatten macht. Sie ist sehr schön, aber unsere Augen halten es nicht aus, in sie hineinzusehen. Es tut uns so gut, wenn sie da ist. Es tut gut, was sie bewirkt. Wenn im kommenden Frühjahr die ersten Blumen blühen, wenn es grün wird und dennoch bleibt, sie auch fern. Der Wahrhaftige weiß alles, sagt die Heilige Schrift. In ihm kommt alles zusammen. Die Freiheit, Geborgenheit, Licht und Dunkel. Die Zeitlosigkeit. Die Zeit, die vor unserem Anfang und nach unserem Ende ist. Es ist das wahrhaftige Licht, das uns anzieht und das wir dennoch nicht aushalten können. Aber die Liebe, die Wärme und die Hoffnung. Und da ist Jesus näher bei uns. Ein Mensch, die wir. Ein Mensch, der ganz starken Zugang zu Gottes heilender Liebe gehabt hat. Der Heiland. Als Kind geboren von einer jungen Frau. Johannes lenkt unseren Blick auf das ganz große Licht. Es ist etwas Großes, Strahlendes, Heilendes, mit dem wir verbunden sind. Das Kind in der Krippe ist als Mittler für uns geboren. Für alle Menschen. Die Stolzen und die Elenden. Die Reichen und die Armen, die Fremden und die Nahen. Manchmal können wir gar nicht genau sagen, warum uns etwas ergreift und berührt. Warum wir plötzlich eine Offenbarung finden. Warum Liebe zwischen uns entsteht, wie Wärme und Nähe kommen. Und plötzlich Freude da ist und Leid. Auch Weihnachten. Wir können uns den Hirten zuwenden. Und mit diesen einfachen Menschen zur Krippe gehen, einander zuhören, offen sein. Denn für manche Menschen,
Für ganze Völker dieser Welt wird es auch heute dunkel bleiben. Aber die Hoffnung, die wird allen zugesprochen. Wie bleibt die Hoffnung? Wie bleibt die Freude? Wie kommt der Stern von Gott zu uns, um uns zu werden und zu erleuchten, als Licht in die Haltlosigkeit zu fallen, zu bestärken unsere Liebe und unsere Mut, unsere Freude, zu beglänzen das Glück? Wirkung braucht Zeit, Liebe braucht Zeit, Glaube braucht Zeit und Nähe braucht Zeit. Alles braucht seine Zeit. Aber auch ein entschiedenes Hinwenden. Ihr kennt mich, sagt Jesus. Wir kennen ihn ein wenig. Wir ahnen vielleicht etwas von Gott. Und wir spüren Vertrauen, wenn wir anknüpfen an den hellen Stern über unserem Weg, der uns zu einem guten Ort geleiten will. Dorthin, wo Freude wohnt, Nähe und Frieden, die bunten Farben des Lebens.